Im heutigen Video machen wir was völlig Bescheuertes. Und zwar gehe ich jetzt auf meinen Mod-Ordner. Wir gehen hier Mod-Browsing und wir gehen auf die letzte Seite. Und ich werde die letzten 5 Mods, also die einfach die allerältesten 5 Mods benutzen. Wir müssen das Ganze hier nach nach New machen, also nach Neu. Das heißt, auf Seite 18 sind die ältesten. Und wir werden jetzt wirklich die ältesten, ja, ich würde sagen, so 3 bis 5 Mods werden wir uns angucken. Und mit denen werden wir jetzt probieren zu spielen, ob das überhaupt funktioniert, keine Ahnung. Also, wir haben hier einmal Inflation. Was macht Inflation? Kann ich da drauf drücken? Hat nicht mal eine Information. Ah, doch, hat eine Information. Ah, okay, basically, das bedeutet, dass jede Runde werden alle Preise einfach teurer. Das ist Nummer 1. Nummer 2, Unlimited Heroes. Wir können einfach jeden Hero im Game benutzen. Okay, ist cool. Dann haben wir Towers Follow Maus. Ich glaube, das sollte auch jeder verstehen. Also die Tower verfolgen alle meine Maus. Wir haben den Sword Monkey. Den kennen wir, den habe ich mal vorgestellt. Der ist komplett kacke. Und wir haben Speak Hack Melon. Keine Ahnung, was das heißt. Speak Hack Melon. Okay, den kann man nicht mal mehr runterladen. Okay, ich würde sagen, wir starten einfach mal. Und ich hoffe, mein Game crasht nicht. Okay, es scheint zu funktionieren. Ich werde das Ganze mal... Wir machen mal auf Monkey Meadow. Habe ich ganz lange nicht gemacht. Wir machen das Ganze auf Medium. Und muss ich irgendwas wechseln? Nee, wir gehen einfach mal rein. Als Hero nehme ich mal sicherheitshalber Sorda mit. Und wir gehen rein. Okay, wir haben Double Cash an. Wir können alle Heroes platzieren. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ob wir es schaffen, den Modus irgendwie zu schaffen. Also, wir können hier Quincy platzieren. Und ich kann anscheinend... Die Türme folgen nicht meiner Maus. Warum folgen die nicht meiner Maus? Da stand doch bei dem einen Mod, dass sie das folgen. Werden die Türme teurer? Ich muss da kurz gucken. Also der hier kostet jetzt 410. Nach der Runde müsste der mehr kosten, oder? 410, 425. Okay, Inflation funktioniert. Das mit den Heroes funktioniert. Sword Monkey funktioniert. Aber Towers Follow Maus? Warte. Press F6 to toggle und press F7 to shuffle. Okay, also wir müssen F6 und F7 drücken auf der Tastatur. F6, F7. Passiert nichts. Okay, irgendwie geht es nicht. Ich muss auch nochmal neu starten, weil ich meine ganzen Helden nicht habe. Aber es funktioniert anscheinend nicht. Das heißt, wir müssen es hier wirklich ohne den Follow Maus machen. Wir machen das Ganze auch im Hard-Modus diesmal, ist schwerer. So, ich platziere die jetzt erstmal, alle Heroes. Und das Problem ist, okay, ich habe Corvus gar nicht freigeschalten. Das Problem ist hier wirklich, wie ich gerade schon gesagt habe, wenn ich F6, F7, F8 drücke, hier passiert gar nichts. Also man kann leider nicht irgendwie mit der Maus das followen. Ihr hört es, ich drücke wirklich die Tasten, funktioniert nicht. Das heißt, wir müssen jetzt mit allen möglichen Heroes, die wir haben, plus mit dem Sword Monkey es irgendwie schaffen, Inflation-Modus zu besiegen. Ich meine, dafür sind ja Heroes ganz gut, weil die leveln halt die ganze Zeit, aber, ich platziere den mal hier, aber das Problem ist halt, im Inflation-Modus vom Money her, das wird richtig eklig, Leute. Das wird richtig, richtig eklig, weil alles ultra teuer wird. Ich werde mal Ben hier platzieren. Und wen platzieren wir jetzt? Oh, wir können auch Heroes öfter platzieren. Das ist natürlich mega geil. Wollen wir einfach ganz viele Sorders platzieren und Sword Monkeys? Dass wir irgendwie so die Schwertarmee machen? Ich glaube, die Schwertarmee könnte stark sein. Ich lasse mal Quincy noch da, aber sonst machen wir übel die Schwertarmee. Da habe ich Bock drauf. Ich baue alles voll mit Sorders und ich will einfach wissen, ob die das komplett schaffen. Ich meine, levelmäßig, wir werden absolut gar nicht leveln. Die werden alle Level 3 bleiben. Ist aber nicht schlimm, weil die können ja eh alle Camo sehen. Wir brauchen dann nur was gegen Blei. Ich werde hier noch den einen oder anderen Schwertmonkey jetzt platzieren. Die normalen Türme werde ich jetzt erstmal nicht mehr bauen, weil, ne, warum sollte ich die bauen? Die sind ja relativ, ne, kennt ja jeder von euch. Deswegen, das hat ja nichts mit der Challenge zu tun. Und den hier kann ich ja auch upgraden in Sword Monkey. Ich muss mal kurz gucken. Oben war Elite Sword Defender, Mitte war das mit der Fähigkeit und unten war Anti-Blim. Ich glaube, jetzt brauchen wir brauchen erstmal Geld. Das heißt, ich werde jetzt erstmal hier eine Farm platzieren und wir müssen hier jetzt erstmal ein bisschen Geld machen. Ey, guckt euch das an, das kostet 6000 schon, das Upgrade. Das wird alles so mega teuer. Ich muss echt eigentlich die Türme jetzt platzieren, weil ich kann mir das später gar nicht mehr leisten. Und wir haben, okay, wir haben ganz viel, wir haben 8 Zorder-Fähigkeiten. Die sind alle Level abgekommen gerade. Wir haben 8 Zorder-Fähigkeiten, die wir benutzen können, um die Bleiblungs alle kaputt zu machen, was natürlich ultra krass ist. Ich kann hier vorne, ich glaube, eine Farm baue ich noch, danach lohnt sich das nicht mehr. Wobei, ich upgrade diese Farm immer. Okay, ich stelle die Kanone mal auf Stärkster und ich upgrade auch die Kanone einmal auf Clusterbomb, dass wir wirklich permanent was haben, was gut gegen Blei ist, weil sonst haben wir, glaube ich, später ein großes Blei-Problem. Wir werden auch ein Camo-Blei-Problem haben, also dafür müssen wir safe die ganzen Sorder-Fähigkeiten benutzen. Was ich jetzt noch machen kann, ich könnte einen von den Sword Monkeys upgraden. Ich gehe mal oben auf Dual Wield und dann unten auf Heavy Blades. Den hier gehe ich dann mal in der Mitte auf Thick Blades und Javelin-Werfer und unten
hinten drauf. Und den hier gehe ich auf nochmal auf Dual Wield und Thick Blades. So, was fehlt uns jetzt noch? Irgendeine Skillung haben wir jetzt noch nicht. Die untere haben wir noch nicht. Das mache ich bei ihm hier. Glowing Blade, das heißt, er macht mehr Damage und in der Mitte mehr Pierce. Okay, ich würde sagen, jetzt gerade aktuell sind wir relativ stark, aber wir müssen halt auch mindestens bis Runde 100. Ich würde am liebsten bis Runde 119 kommen. Aber vom Geld her, da wird sich jetzt nicht mehr viel, ja, da wird sich echt nicht viel tun, ne? Wir könnten theoretisch noch ein, zwei Heroes raushauen. Ich könnte Etienne raushauen, dass alle nachher Camo sehen. Das wäre noch ganz geil. Aber sonst sehe ich jetzt keinen Hero, den ich unbedingt haben müsste. Gwendoline könnte man mitnehmen für den extra Schaden. Komm, Gwendoline packe ich auch noch mal einmal hier raus. Wo soll die hin? Wo soll die hin? Hier. Und ich glaube, das war es jetzt schon von den Helden, die ich haben will. Ja, ich glaube, jetzt gehe ich eher auf Geld. Ich meine, wir haben jetzt gerade 73.000. Unsere Bananenzentrale kostet einfach 400.000 zu machen. Also ihr seht, es ist gottlos teuer. Ich meine, ich glaube, wir kriegen auch ein bisschen mehr Geld die ganze Zeit. Aber, ja, keine Ahnung, ob das so krass ist. Also, bis wir die uns kaufen können, kostet die wahrscheinlich schon 700.000. Guck mal, jetzt schon 500.000. Ich lasse das Ganze gerade im Speed-Modus durchlaufen. Aber, oh, wir sterben sogar in Runde 59. Dann muss ich jetzt die Fähigkeiten nutzen. 59, ah, wir sind an Camo Blei gestorben. Okay, ich mach mal einfach, Gwendolins Fähigkeit sollte das ja eigentlich ganz gut handeln. Ja, haben wir. Okay, wie gut sind wir gegen den BFB? Ich gehe mal auf, ja, spare ich jetzt auf Bananenzentrale oder nicht? Ich glaube, Bananenzentrale brauchen wir schon, wenn wir bis Runde 100 kommen wollen. Ich fände es geil, wenn das mit F6 und F7 klappen würde, dass die Tower mir alle hinterherfahren. Aber es geht irgendwie leider nicht mehr. Das wäre natürlich mega broken, deswegen habe ich auch erstmal die ganzen Sorders rausgehauen. Leute, ganz im Ernst, wenn es zu hart wird, dann level ich hier die Helden mit Monkey Money einfach hoch. Oh mein Gott, bin tot. Runde 63 ist, glaube ich, zu hart. Ich glaube, da müssen wir jetzt erst upgraden. Ich gehe mal hier auf Elite Sword Defender, der kostet 200.000 und dann gehe ich hier noch auf Stufe 4 und hier auf Homing Spear und gleich auf Javelin. Das heißt, unsere Sword Monkeys sind dann auch geuplevelt auf Level 5 und ich glaube, die sollten damit auch eigentlich ganz gut dann bis Runde 80 deffen können. Ich hole mal einen Techbot, der sich hier die ganze Zeit die Fähigkeit vom Javelin-Typi aktivieren kann. Und wir könnten noch, ich glaube, ich gehe noch auf Lightsaber, weil ich habe irgendwie Bock, dass ich hier die 5er-Skillung noch hole, bevor die 300.000 kostet. Also die kostet jetzt 215.000, ist halt wirklich super, super teuer. 229.000 sogar. Aber ich glaube, wenn wir die jetzt noch rauskriegen, kommen wir auf jeden Fall bis Runde 100. Okay, Anti-Blimp-Sword. Damage is massively increased depending on how big the target is. Also gains more range. Das heißt, umso größer das Target ist, umso mehr Schaden macht er. Ich stelle ihn mal auf Stärkster, dass er auch wirklich immer auf den stärksten Blue haut und da richtig die Mobs kaputt schnetzelt. Und ja, im Moment 800.000 kostet die nächste Bananenfarm, können wir uns auf gar keinen Fall leisten. Ich glaube, ich werde mein Geld lieber hier in die Helden stecken. Das kostet teilweise nur 400 oder so, hier ein Level abzuholen. Und ich glaube, das ist wirklich der beste Move, den ich machen kann. Die haben nämlich alle schon 10.000 Schaden. Das ist teilweise mehr als die meisten Sword Monkeys, die ich noch nicht gelevelt habe. Und ja, ich skill hier noch Level 8, dass wirklich alle unsichtbar angreifen können. Und jetzt sollten wir eigentlich erstmal gar kein Problem mehr haben. Ich gehe noch auf Recursive Cluster, dass wir wirklich permanent was gegen Blei haben. Ich glaube, das nächste Problem wird Runde 90 die ersten DDTs, weil kann Sorda ja nicht angreifen. Und Quincy kann die nicht angreifen. Aber wobei doch, Quincy kann die angreifen, aber nur mit jedem dritten Attack. Ja, und Gwendoline kann sie halt auch angreifen, aber die ist halt auch erst Level 8, ne? Level 7 sogar nur. Ich mach sie mal auf Level 10, dass sie wenigstens hier die Fähigkeit hat und alles schön durchbufft. Okay, jetzt müsste der erste ZOMG kommen. Ey, wir können uns niemals mehr eine Bananenzentrale holen, Leute. Eine Million kostet die mittlerweile. Eine Million. Aber ZOMG war easy drin. Also ich glaube, wir kommen bis Runde 119. Eigentlich sollte das alles möglich sein. Ich werde jetzt noch die Sword Monkeys, die wir noch nicht gelevelt haben, werde ich noch hochleveln auf Stufe 4. Und ich glaube, jetzt wird all mein restliches Geld in die Helden gesteckt. Wir können auch keinen neuen Helden mehr platzieren, weil wir im Freeplay sind, glaube ich. Das heißt, wir müssen jetzt mit den Sorders arbeiten, die wir haben und mit Quincy. Ich würde ja sagen, wir sollten Quincy als erstes hochleveln, weil Quincy halt richtig viel Damage macht mit Level 20. Also wirklich über viel Damage. Und wir haben die beiden Fähigkeiten von Quincy. Das heißt, da kann ich auch einmal kurz mit einem Techbot drauf, dann macht er die ganze Zeit die Fähigkeiten und knallt halt übel viel Damage raus. Und den Rest des Geldes, als nächstes würde ich sagen Gwendoline, dass der Buff noch ein bisschen stärker wird bei allen. Auch Level 20.
Und jetzt müssen wir halt gucken, dass wir irgendwie die Sawdust gleichmäßig leveln. Wobei das Geld, ich glaube, das Geld bei Saw, also bei den Heroes, geht nicht höher, was natürlich sehr gut ist, weil dadurch haben wir halt ultra viel Geld zur Verfügung, um unsere Helden zu leveln. Also ich werde jetzt hier einfach mal die ganze Zeit abwechselnd alle hochleveln, bis wir alle auf 10 haben. Okay, jetzt haben wir alle Sawdust auf 10. Ja, Ben ist echt useless. Den lasse ich einfach mal da. Der macht auch nicht wirklich was. Oh, Etienne müssen wir auch full leveln, weil Etienne macht natürlich auch Höllendamage mit Level 20 mit der Superdrohne, die da die ganze Zeit sowieso da ist und wenn man die Fähigkeit aktiviert, noch mehr Damage macht. Und jetzt sollten wir eigentlich, glaube ich, mit den ganzen Level 10ern Runde 90 hinkriegen. Ich habe theoretisch ja nochmal 8-mal die Fähigkeit. Also ich kann, guck dich das an, wie das aussieht. Wie crazy. Wie crazy sieht das bitte aus, wenn man da 8-mal die Fähigkeit macht? Ich werde jetzt auch die erste Fähigkeit von Sorter die ganze Zeit spammen. Boah, aber die DDTs kommen schon weit. Die kommen ultra weit. Die sind schon durch den ersten Kringel. Oh nein, ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall ein Affendorf gleich noch bauen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Ich glaube, ich baue jetzt mal eins. Ich verkaufe die beiden hier. Baue hier ein Affendorf. Jungle Drums, MLB. Und wenn es geht, würde ich noch auf Homeland Defense gehen, aber ich glaube, Leute, wir können nur auf Call to Arms gehen, weil das einfach zu teuer ist. Das kostet 600.000. Wie krank ist bitte die Inflation? Das ist ja wie bei uns hier im Moment. 620.000, okay, ich glaube, wir holen ganz knapp noch auf. Also es dauert noch so zwei... Ah, doch, wir haben es. Wir haben Heimatverteidigung. Okay, mit Heimatverteidigung sollten wir Runde 99 doch schaffen. Also ich sag mal so, wenn wir die Sawdust wirklich nachher alle auf 20 haben sollten... Dann haben wir permanent eine Sorda-Fähigkeit, die halt die ganze Zeit drumherum wirbelt, was halt ultra stark wäre. Also dafür, dass das hier die ältesten Mods sind, sind das eigentlich echt coole Mods. Also klar, der eine Mod funktioniert nicht, aber Inflation finde ich sehr geil gemacht. Ich finde das mit den Helden auch sehr geil. Da fallen mir jetzt auch direkt ein paar Challenges zu ein, muss ich ehrlich sagen. Ja, einfach ein paar Videoideen, wo ich glaube, echt coole Challenges machen könnte. Falls ihr eine Idee habt, könnt ihr es auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Also ich nehme ja auch gerne Ideen aus den Kommentaren, wenn die gut sind. Und ich glaube, das ist schon sehr, sehr nice, was man damit mit dem ganzen Helden hier machen kann. Also ich mache jetzt erstmal alle auf 20. So, das ist übrigens, oh, das ist schon Runde 100. Runde 100 kommt... In die erste Kurve, ist okay, ich mache die Fähigkeiten. Oh mein Gott, habt ihr es gesehen, wie das aussah, als die ganzen Sawdust alle gesprungen sind? Wir machen halt jetzt auch wirklich gottlos viel Geld, ne? Weil die Inflation, wir kriegen natürlich auch mehr Geld, aber es ist halt auch alles teurer geworden. Okay, wir sterben in Runde 103 ohne Fähigkeit. Das ist jetzt nicht so geil. Ich spam mal hier die Fähigkeiten am Anfang. Und dann werde ich jetzt hier Swordshot-Fähigkeit. Guckt euch das an, wie geil sieht das bitte aus. Die ganze Sawdust, wie so ein Zug, wie so ein richtig langer Zug von Sawdust, der da einfach durchmäht. Wie geil ist das bitte? Das hier noch, ich glaube, habe ich den Modus überhaupt schon mal vorgestellt? Ich glaube, ich habe nur mal den vorgestellt, wo man jeden Helden setzen kann, aber nicht, wo man unendlich viele Helden setzen kann. Okay, ich glaube, ich kann nicht mehr wirklich was upgraden. Ich kann Ben noch auf 20 machen, aber das bringt mir auch nichts. Was könnten wir noch machen? Ich kann noch ein Permanent Gebräu bauen. Nevermind, das kostet 1,3 Millionen. Wollt ihr mich verarschen? 1,3 Millionen kostet es. Das kann ich mir ja niemals leisten, oder? Ich meine, wir müssen es probieren, irgendwie dran zu kommen. Wobei, oh mein Gott, ich glaube, hier ist Endstation, Leute. Es ist Runde 107 und wir haben keine Fähigkeiten mehr. Wir werden komplett überrannt von den ganzen... Oh, vielleicht... Es ist so knapp, wir haben fast die ganzen Fähigkeiten wieder ready. Okay, ich mach mal direkt die Fähigkeit, dann sind es nur BFBs. Okay, also die Ben-Fähigkeit gerade hat übelst gecarried. Danke, Ben. Danke. Du bist doch nicht so useless, wie ich dachte. Als nächstes, ich spam die Fähigkeit. Das ist der Sorder Train. Der Sorder Train ist halt insane, ne? Der macht so viel Damage. Wir müssen irgendwie auf... Oh, mittlerweile kostet das 1,4. Auf Permanentgebräu kommen. Sobald wir Permanentgebräu haben, ist alles gut. Runde 109 ist, glaube ich, auch. Das wird wieder super hart. Ich glaube, das war's, Leute. Ich habe nicht eine Fähigkeit mehr ready. Ich habe keine Fähigkeit mehr ready und das ist alles so gigantisch teuer. Ich kann halt auch die beiden Sachen verkaufen, aber kann mir dann trotzdem kein Permanentgebräu holen. Ja, Sorda Train. Der Sorda Train räumt auf. Ja, wie geil. Okay, es ist noch alles drin. 1,5 Millionen. Uns fehlen noch ungefähr 200.000. Die Runde haben wir geschafft. So, oh nein, 111 wird richtig schwer. Okay, uns fehlen 50.000. Wir haben theoretisch den Sorda Train wieder ready. Wirklich, wenn es hart auf hart kommt. Okay, Permanentgebräu. Ich use jetzt Sorda Train. Sorda Train. Go, 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 go. Geht einfach alles kaputt. Dieser Sorda Train ist so insane. Und Permanentgebräu macht jetzt auf alle Sawdust einen Buff, was richtig, richtig nice ist. Ich gebe dir noch... Oh, nee. Wir sterben trotzdem, trotz Permanentgebräu. Was? Und wir haben keine Fähigkeit. Leute,
Ich glaube, hier ist Endstation. Ich habe halt wirklich kein Geld, um irgendwas zu kaufen. Ich habe zwar 200.000, aber ihr seht, die Upgrades sind gottlos teuer. Also ich kann wirklich nichts kaufen. Come on. Nee, Leute, das war's. Runde 112 ist Ende mit Inflation. Unsere Sorders, alle so 200.000 bis 350.000 Damage. Die hier natürlich nicht so viel, die war hinten. Sword Monkey, die 5er, er hat 168 gemacht. Er hat 440 gemacht und er hat 540 gemacht. Also sehr stark. Etienne 1,1 Millionen. Übelst der Carry gewesen. Gwendoline nur 300.000, hat aber dafür alle Türme gebufft. Kann man auch nicht, darf man auch nicht unterschätzen. Oh, die Sorda hat sogar 440.000 gemacht. Ja, das waren die ältesten 5 Mods. Schade, dass der eine davon nicht ging. Das hätte das Video, glaube ich, noch geiler gemacht, wenn die alle der Maus gefolgt hätten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die neuesten 5 Mods, finde ich, macht nicht so viel Sinn. Aber wir können ja vielleicht, also wenn jemand eine Idee hat, für irgendein anderes Video, so in dieser Art, die wie heute, schreibt es dann in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut da rein und ciao.